endlich ist die Grenze auf, jetzt können wir mal wieder zusammenkommen. So war schön, also das. Wir waren überzeugt davon, dass wir eigentlich der bessere Staat sind, dass unsere Gesellschaftsordnung die menschlichere ist als die, die wir jetzt haben. Im ersten Moment, Friede, Freude, Eierkuchen, alles ist in Ordnung. Aber der Schmerz, der kam am nächsten Tag erst, wie wir erstmal darüber nachdenken konnten, was aus dem Kram hier geworden ist. Ne? 5 Gebäude abgerissen, das andere alles verfallen. Aber das war alles nicht so schlimm, als man gesagt hat, naja, wir schaffen es schon wieder. Exklusiv Deutschland im Bild. Die Ansichten der Merian-Fotografen. Deutschland im Gespräch. Die Ansichten von Egon Bahr, Rainer Eppelmann, Wolfgang Schäuble, Gregor Gysi, Navid Kermani, Roger Willemsen und Ranga Yogeshwar. Orte der Wende. Jakob Hein über Berlin, Juli C. über Bonn, Ralf Grüneberger über Leipzig. Reisefreiheit. 25 Ziele, die es vor 25 Jahren noch nicht gab. Auf Deutschlandreise. Sascha Stanisic berichtet. Was ist Deutsch? Antworten von Ilja Trojanow. Grenzerfahrung. Achim Moser und Matthias Politicki wandern am grünen Band von der Ostsee bis nach Tschechien.